Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play Mormon. Und nein, ich habe kein Video ausgelassen. Ich habe mal schnell einen Ortswechsel gemacht. Denn ich habe mir überlegt, dass ich was Bestimmtes mache. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Türen, die hier versteckt sind. Naja, versteckt sind sie nicht wirklich. Sie sind einfach da. Und es wird mal Zeit, dass wir hier reingehen. Und was verbirgt sich dort hinter? Birth Island. Wir sind zurück auf den Cevia Islands. Und hier ist das Rätsel von einem bestimmten Pokémon. Und das versuche ich jetzt zu lösen. Auch wenn ich keinen Plan mehr habe, wie es geht. Okay. Okay. So. Das muss es gewesen sein. Es ist soweit! Das legendäre Pokémon. Deoxys taucht auf! Los, Yatsuba! Wir paralysieren das schon mal! Okay, das wäre schon mal geregelt. Dann nehme ich als nächstes Kitsune. Haha, Spikes bringt dir gar nichts. Ich habe schon gewechselt und ich werde nicht verwechseln. Okay, mal gucken, was Quick Attack macht. Na, das ist okay. Bleh. Nein! Was, mit meinem Atem weggeballert? Na, sonst geht's dir gut, oder? Bitte, Kitsune, mach jetzt keinen Volltreffer. Mach jetzt keinen Volltreffer. Boah, ich kenne mein Glück, ey. Ich kenne mein Glück. Ich habe mich auch extra mit viel Hyperbällen ausgerüstet. Jetzt beginnt das fröhliche Bällewerfen, denn ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich werde doch wohl mal eben ein legendäres Pokémon auf Level 30 fangen können, oder? Das ist doch wohl nicht so viel verlangt. Ja, wahrscheinlich ist es doch zu viel verlangt. Deoxys hat keinen Bock auf mich. Deoxys, warum willst du nicht zu mir? Komm schon. Aber Deoxys wird nicht ins Team genommen. Da das Blatt grün ist, dürfte das auch sowieso die Verteidigungsform sein. Und dafür habe ich keine Verwendung. Ja. Nein! Und ich dachte, das würde diesmal einigermaßen fix gehen. Jetzt geht der Spaß wieder los. Es ist so lustig, es ist so spaßig. Bitte für die nächste Pokémon-Edition. Mach mal irgendwas, dass das legendäre Pokémon-Fang nicht so nervig ist. Ja! Oh mein Gott, es hat geklappt! Ich bin ganz begeistert, ey. Mann, ist das schön, wenn das mal auf Anhieb funktioniert. Deoxys, was bist du denn für einer? Möchtest du dir das als Spitznamen geben? Nein! Jo, ein legendäres Pokémon mehr auf der Liste. Und wir sind wieder in Alabastia. Fantastisch. Und ich weiß gar nicht, ob ich in die andere Tür schon reingehen könnte, sollte. Ob sich das lohnen würde. Ob das gut wäre. Ich weiß nicht. Überlegen. Ich könnte schon mal einen Test machen, ob das gehen würde. Dann sehen wir uns an den nächsten Video. Genau hier wieder. Von dem Briefkasten von Leutzhaus. Und dann werde ich sagen, was Sache ist. Bis zur nächsten Folge dann. Sorry für die etwas kurze Episode heute, aber kommt mal vor. Nehmt's mir nicht übel. Bis dann.